ganz viel taktiert. Ein Anblick sind die Hochschulfahrerinnen und Fahrer. Die richtige Scheibe wünscht ganz gut. Beiden Läufer ins Ziel. Und dieses 2:2 in der Kombination von Val d'Isère. Die Lena Dürr, die hat mal einen City-Event als ihr einziges Weltcuprennen gewonnen. Das ist ja eine ähnliche Anlage. Fühlt sich also zu Hause in diesem Kopf-an-Kopf-Duell. Zeigt es ihr auf. Lena Dürr liegt voraus für Deutschland. Und holt den ersten Punkt. Klare Sache. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Spannend, dass es immer zwei Anläufe braucht, dass man auch ein bisschen Action hat. Gell? Die Spitze ist. Der erste Weltcup-Sieg überhaupt gefeiert hat. Diese Favoritenrolle zeigt sie hier. Stanski etwas im Vorsprung. Aber das heißt noch nicht, das haben wir gesehen. Einmal konnte man auf dem blauen Kurs auf den letzten Meter noch Zeit gut machen. Auf diesen knapp 30 Sekunden. Wow. Schmidiger, Slalom-Spezialistin gegen Orle, Riesenspezialistin. Wie geht dieses Duell aus? Viele Gratulation für die Qualifikation. Frankreich, das sieht schlecht aus. Frankreich holt sich diesen dritten Punkt. Kein Problem für Jean-Baptiste Grange, diesen Lauf erfolgreich nach unten zu bringen. Nicht. Dieser Punkt geht an andere Mire. Wir müssen auf die Zeit schauen. Starthaus kommen, dann Lärm bitte. Achtung, jetzt! Super Start von beiden Fahrerinnen. Erneut in Rücklage muss hier. Jawohl, er tut das ganz knapp mit 600. Weiß, was es bedeutet, hier im Team von aus der Feuer geholt. Und wie einmal mehr hat.